Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Für euch ist es ein paar Sekunden, für mich ist es ein neuer Tag. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich werde heute das erste Mal in meinem ganzen Leben Kart fahren und ich bin so tierisch aufgeregt. Und ja, ich mache mich jetzt fertig für den Morgen. Ich werde vorher noch arbeiten und danach geht's dann zur Kartbahn nach Köln. So, ihr Lieben, ich bin jetzt gleich bei meiner Arbeit und ich habe meine Mutter gefragt, ob wir noch einen alten Rollerhelm haben für das Kartfahren heute. Und tatsächlich haben wir noch einen. Ich muss gestehen, früher hatte ich einen Freund, der war Rollerschrauber, nennt man das so? Also beziehungsweise er hat viel an seinem Roller geschraubt und daher habe ich auch einen Rollerhelm, weil er den damals vergessen hat mitzunehmen, als wir da Schluss gemacht haben. Naja, ist jetzt meiner noch. Jedenfalls bin ich total aufgeregt, heute Kart zu fahren, weil ich hohe Geschwindigkeiten, obwohl wir ja viele mir sagen, dass es 30 bis 40 km/h sind, also wird es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle. Aber ich habe halt Angst, dass ich mich überschlage oder so Worst-Case-Szenario schon mal ausmalen, damit es nachher nicht so schlimm wird. Und ich bin auch einer der, also es kommt noch eine Arbeitskollegin mit und dann ich. Und dann sind wir nur zwei Frauen zu sechs Männern oder so. Naja, bei uns auf der Arbeit sind eh mehr Männer als Frauen und ich verstehe mich eh mit Männern mehr als Frauen und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und ich denke, die Männer werden schon ein bisschen runterschrauben vom Tempo her, hoffe ich. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich da filmen kann und darf, weil erstens wissen meine Arbeitskollegen gar nicht, dass ich YouTube mache und zweitens muss ich dann eine Datenschutzerklärung haben? I don't know. Ah, Leute, diese Woche ist so aufregend für mich. Also heute geht es jetzt zum Kartfahren, was neu ist für mich. Und am Samstag fängt mein Stream dann endlich an. Und da freue ich mich auch schon extrem drauf, weil ich weiß nicht, daraufhin habe ich halt extrem lange gewartet und hingearbeitet. Und ich muss mich auf jeden Fall gleich oder am besten heute und morgen und übermorgen richtig reinknien in die Einstellung von OBS und Twitch und so weiter, damit das alles dann reibungslos funktioniert. Weil einmal live ist immer live. Das heißt, wenn du einmal etwas live postest und da irgendwas verkackst, dann hast du vielleicht auch deine ganze Lebenslaufbahn verkackt. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Man zeigt halt viel von sich und ihr findet wahrscheinlich auch mich dann schlechter oder besser, wenn ich live gehe. Und da habe ich auch so ein bisschen Angst vor. Ich habe auch Angst, dass niemand das Twitch-Ding guckt. Also, dass ich live gehe und dann keiner sich das anguckt. Was natürlich auch total doof ist, ist, dass ich nicht mehr in Fortnite reinkomme über meinen PC. Naja, da muss ich schon irgendwie das hinbekommen, sonst erstelle ich mir einen neuen Account und zocke auf dem neuen Account. Man weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, das weiß ich aber noch nicht, ob ich dann am Samstag vielleicht mit Zuschauern spielen möchte. Also praktisch, dass ich euch immer so ein bisschen einlade oder ihr schickt mir Freundesanfragen. Ich lade euch dann in die Spielrunde ein. Das wäre natürlich auch cool, weil dann kann ich euch besser kennenlernen und ihr mich. Und dann hat man so eine kleine Bindung, finde ich immer cool. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall in Zukunft oder sogar schon am Samstag dann machen werden. Ich denke auch, dass ich heute dieses Video hier schneide, deswegen ist es halt sehr, sehr kurz und wahrscheinlich sehr, sehr verwirrend, dieses Video, aber ich wollte euch einfach nur ein kleines Update von mir geben. Also es geht mir wirklich gut. Ich habe eine kleine Pause immer so zwischendurch gemacht, das heißt nicht zwei Videos in einer Woche gepostet, sondern wenn eins oder gar keins eine Woche lang, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Aber es geht mir gut. Ich bin halt im Moment extrem in Planung und mache mir im Moment Gedanken, wie was weitergeht und wie ich was antragen möchte. Es wird auf jeden Fall vieles Cooles neu kommen und ich bin gespannt. Die E3, die hat einige coole Spiele. Die E3 hat viele coole Spiele gezeigt und darauf freue ich mich im Moment am meisten auf Elder Scrolls. Ah, I love it. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich so tierisch darauf. Und wie heißt es? Cyberworld 2077? Also 2077.
Cyber, heißt es Cyber City? Cyber World? Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall mega cool. Und ich sollte jetzt losfahren, weil sonst komme ich zu spät. Also Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt und wenn ihr bei meinem Stream am Samstag dabei sein wollt, dann schaut auf jeden Fall am Samstag hier auf YouTube vorbei und auf Instagram. Da poste ich es euch auf jeden Fall, wann ich online gehen werde. Und wenn ihr gar nichts mehr auf diesem Kanal hier verpassen wollt, dann schaut mal hier links. Da könnt ihr mich abonnieren. Hier rechts von mir, von euch links, könnt ihr zu meinem letzten Fortnite-Stream kommen oder zu meinem letzten Fortnite-Video. Und hier ist das letzte Witcher-Video. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und wir sehen uns hoffentlich dann am Samstag wieder auf Twitch. Also bis dahin, eure Nicola.